Okay, Ellie, einer wäre geschafft. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt, die Abdeckungen zu öffnen. Sloth, helfen Sie mir mal. Er wird mir wehtun. Ich bin nicht stark genug. Ich verspreche, ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott. Da sind Tausende von denen. Sie strömen auseinander. Ellie, verschwinden Sie da. Oh Gott, Sie kommen hierher. Laufen Sie zurück. Weg hier. Ellie, kommen. Ellie, Ellie. Scheiße. Fuck. Es wäre natürlich jetzt extrem kacke, wenn Ellie und Stross das nicht überleben sollten. Dann wären auch unsere letzten Mitstreiter vergangen. So, jetzt müssen wir hier rüber und den noch hier richten. Den nächsten Kollektor. Solarkollektor. Ist schon extrem, was die hier spiegeln können. Ui, ist das hell. Blendet mich so. Haltet euch die Hand vor die Augen, wenn ihr dort reinschaut. Ist nicht immer mit Sonnenbrille gesund. O2. Ah, hier gibt es Sauerstoffautomaten. Das ist ja ganz praktisch. Da nehmen wir uns mal ein. Nehmen wir mal ein bisschen Sauerstoff, ein bisschen O2. Da ist irgendwas rumgeflogen. Ah, fuck! Was ist das denn? Das sind irgendwelche Necromorphs von außerhalb wahrscheinlich. So, wo sind die Viecher? Lass mal die erstmal platt machen vielleicht. Nicht, dass wir da gleich beim Solaranlagenwenden von den Kreaturen angegriffen werden. Hier ist auch noch O2. Und hier ist noch ein bisschen Money. Au! Oh. Das sind nur irgendwelche Arme. Von wo ist... Scheiße! Oh, fuck. Ich hab nicht gesehen, von wo... Ihr mögt mich vielleicht für blöd halten jetzt, aber ich hab nicht gesehen, von wo wir da jetzt genau angegriffen wurden. Es waren aber irgendwelche Stacheln, die da auf uns gefeuert wurden. So... Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal hier durch den Raum, oder wie? Ja, hier das Ding aktivieren. Okay, dann müssen wir das jetzt nochmal machen eben alles. Nochmal schnell diesen Solarkollektor ausrichten. Aber wir wissen jetzt genau, was zu tun ist. Insofern ist das nicht ganz so schlimm. Und dann nehmen wir gleich auch schneller mal das Medipack. Ja, Solaranlage 1, Solaranlage 2 und Solaranlage 3. Alle nicht ausgerichtet. So, dann mal darüber. Ah, jetzt sagt auch, fülle deinen Luftvorrat an Sauerstoffstationen auf. O2. Voll die Schleichwerbung hier die ganze Zeit für den Handyanbieter zufälligerweise, ne? Ellie, scheinbar sind zwei Reflektoren falsch ausgerichtet. Wie hält er sich? Er hyperventiliert nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. War klar, dass er mich aufhalten würde. Mit Stross würden auch meine Chancen sterben, den Marker zu zerstören. Halten Sie ihn am Leben und bringen Sie ihn zu den Paneelen. Jetzt noch ein bisschen nach oben. Warum spiegelt der nicht schon? Müsste doch eigentlich schon längst... irgendwie hakelt der gerade extrem. Ah, so. War ich ein bisschen zu weit schon. Okay, Ellie, einer wäre geschafft. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt, die Abdeckungen zu öffnen. Sloth, helfen Sie mir mal. Er wird mir wehtun. Ich bin nicht stark genug. Ah, da ist das Teil. Ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Das ist das Teil, was eben uns da angegriffen Irgendwas hat. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott. Da sind Tausende von denen. Sie strömen auseinander. Ellie, verschwinden Sie da. Oh Gott, Sie kommen hierher. Laufen Sie weg hier. Ellie, kommen. Ellie, Ellie. Scheiße. Fuck. So. Ist er tot? Scheiße, hat uns aber nochmal getroffen. Schnell Q. Ich
hoffe, das war nur einer. Und jetzt noch 30 Sekunden Sauerstoff. 29. Oh, 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 oh. Schnell hin da, schnell. Komm schon, Isaac. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Dann sammeln wir jetzt erstmal das Zeug hier drumherum ein. Weil ich glaube, auch dieses Vieh wird nett was für uns haben. Alt. Und jetzt schnell hier Sauerstoff. Komm schon, ja, sehr gut. Jetzt hier nochmal losschweben. Ja, wo hier können wir auch erstmal. Komm, gehen wir erstmal runter. Ah, das nehmen wir uns gleich. Holen wir uns erstmal das Ding da oben. Hat der was Nettes bestimmt für uns dabei? Da. Halbleiter Rubin, die sind einiges wert. Also es hat sich gelohnt, dieses Vieh umzumoppen. Und schnell nochmal hier landen, bitte. Ja, hier würde ich gerne landen. Und jetzt können wir uns hier nochmal die ganzen Kisten holen. Erstmal die hier, okay. Ach, hallo. Warum können wir uns diese Kiste hier nicht holen? Da müssen wir wahrscheinlich mal losschweben. So, dann landen wir jetzt hier halt. Ja, genau. Plasma-Energie können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und Sauerstoff holen wir jetzt gerade auch nochmal, wenn wir schon eh hier sind. Und jetzt dann darüber. Zu den Kisten schön wandern. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das denn? Ist das nur ein Licht? Ich glaube, es ist nur ein Licht. Ah, Impulsprojektile. Sehr gut. Können wir direkt nochmal nachladen. Und hier haben wir auch noch was. Auch Impulsprojektile. Hier nochmal den Sauerstoff aufladen. Ich hätte gerne mehr Sauerstoffgehalt im Blut. Da drüben sehe ich auch noch Kisten liegen. Und dann noch Sauerstoffvorrichtungen. Huch? Hä? Hab ich irgendwie Kacke getroffen. Wohl oder übel. Wo ist denn die Kiste hin? Interessant. So, 500 Credits nochmal. Hoppa. Hoppa, hoppa, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. So, wollen wir weiter. Dann gehen wir mal darüber jetzt hier. Da liegen nämlich noch mehr Kisten. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich hier die ganzen Kisten einsammle. Aber ihr wisst ja, es ist im Notfall das Beste, was wir machen konnten. Na gut, Geld ist jetzt in diesem Fall nicht so prickelnd. Aber sowas ist zum Beispiel sehr gut. Gute alte Plasma-Energie. Pam. Ja, aber es sammelt sich halt auch zusammen, die Kohle, ne? Na komm, wenn wir es jetzt schon gemacht haben, dann können wir die Kisten da oben und da hinten auch noch eben holen. Haben wir direkt alles eingesackt hier. Oh, schon wieder so einer komisch weggehüpft. Ich glaube, wenn ich die auf der Kante, auf einer speziellen Kante treffe, dann werden die nicht zersplashed. Das brauchen wir auf jeden Fall. Medipack-Mittel. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ja. Für wen halten die mich? So, ja, dann fliegen wir nochmal darüber, weil die eine Kiste ist ja irgendwo im All verschollen hier. Ich glaube, auch damit hätte ich die meisten Probleme als Astronaut, so im All komplett rauszufliegen alleine. Also vom Schiff getrennt zu sein. Stellt euch mal vor, da löst sich irgendwas und man kommt nicht mehr zurück und muss dann die ganze Zeit im All vor sich hintreiben. Das ist doch mal echt eine absolute Horrorvorstellung eines Todes, ey. Viel schlimmer als Ertrinken oder sowas. Das ist ja richtig übel. Obwohl Ertrinken auch richtig böse ist. Also es gibt ja so einige unschöne Tode, die man auf keinen Fall erleben will. Aber man weiß ja selber nicht, wie man stirbt. Aber bevor ich jetzt weiter über den Tod rede, ich will die Stimmung ja nicht trüben. Fliegen wir lieber mal jetzt zur Position. Wo müssen wir hin? Da oben, den müssen wir ausrichten. Das machen wir dann auch glatt. Ja, da ist noch ein bisschen O2. Dann müssen wir da vorne an die Maschine. Und dann muss der ausgerichtet werden. Wohin ist jetzt die... Ah, da oben. Alles klaro. Alles klaro fit. Dann wollen wir das auch noch erledigen eben. Na, komm mal her, mein Maschinchen. Jetzt
jetzt mal hier runter, erstmal ein bisschen. Ich hoffe, jetzt war das auch der richtige, den ich hier anvisieren soll. War da die Strahlung? Ja, ich kann kaum abwägen gerade, wo denn die Strahlung hin soll, Leute. Ich glaube, jetzt muss ich mal gerade nochmal schnell zum O2-Ding. Ach, jetzt komm schon, Isaac. Das ist doch, das kann doch nicht so schwer sein. So, das hätten wir noch gerade geschafft. Und jetzt ganz schnell zum O2-Ding. Isaac, nicht warten hier. Wir brauchen Sauerstoff. Da gibt es ja auch noch das Getränk, der Powerstoff mit Sauerstoff. Isaac! Ellie! Ellie! Alles in Ordnung? Nein! Ellie, wir haben uns gerade noch in Sicherheit bringen können. Sie glauben? Isaac, die Viecher sind immer noch zum Transitknoten unterwegs. Sie zerstören alles, was ihnen in die Quere kommt. Scheiße, sie schneiden uns den Weg ab. Gehen Sie zum Knoten, wir treffen uns dort. Ja, die haben sich zum Glück noch mal retten können. Da sind wir ja ganz glücklich drüber. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da lang. Alles klar. So, wohl wieder da rein. Und jetzt funktioniert auf jeden Fall diese Solaranlage. Endlich. Es wurde auch wirklich, 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 wirklich Zeit, dass die Lebenserhaltungssysteme auf dem Titanmond wieder funktionieren. Und ja, ihr wisst schon, ne? So, dann mal rein in die gute Stube. Wo ging denn jetzt hier nochmal der Eingang hier? Jetzt bin ich irgendwie nicht hier leicht verwirrt. Ah, da ist er ja. Okay, mal hier Querlander. So, gelandet sind wir da. Schön rein in die gute Stube. Und jetzt würde ich gerne... Die Dinger sind jetzt alle positioniert. Müssen wir doch jetzt mit dem Aufzug nach unten. Ellie, kommen! Isaac, wir müssen den Regierungssektor durchquert haben, bevor sie uns abschneiden. Sie werden es nicht rechtzeitig herunterschaffen. Ich werde da sein! Ich werde da sein! Scheiße. Instabilität in der Ausrichtung der Anlage entdeckt. Schleudersitze werden initialisiert. Schleudersitze? Was hat Isaac denn vor, bitteschön? Oh! Alter Finne, ey. Uiuiuiui. Kommt aber so einiges davon an Geröll entgegen. Wie weicht man dem am besten aus? So? Vielleicht? Dem. Autsch! Scheiße! Ach, das ist ja richtig krass. Also wir dürfen nicht mal einem kleinsten Bröckelchen Geröll ja, entgegenpreschen. Wenn das auf uns knallt, dann sind wir auf jeden Fall Arrivederci. So viel dazu. Naja, dann probieren wir es einfach nochmal, oder? So, und jetzt ein bisschen besser aufpassen. So, da gehen wir nach links. Da bleiben wir links und da müssen wir jetzt nach ganz rechts. Oh, und hier gehen wir nach ganz links am besten wahrscheinlich. Nein. Da müssen wir doch nicht tatsächlich durchfliegen, oder? Durch das Rohr. Wird ja jetzt echt, machen sehr spannend, die Jungs hier vom Spiel, von Treyarch und Electronic Arts. Die machen es ja echt spannend jetzt. Ich hoffe, ich kacke jetzt nicht 15 Mal ab, weil ich nicht checke, wie ich da durch muss. Ich weiß nicht, ob man da durchs Rohr vielleicht sausen muss. Hat jetzt so ein bisschen Jump'n'Run-Ambitionen bekommen, das Spiel. Okay, hier ist mal rechts, dann links, uiuiui, den hätte ich beinahe verpasst. Und jetzt rechts nochmal, das hat ja bisher ganz gut geklappt, auch wenn es haarscharf war, aber es hat funktioniert. Und jetzt hier vielleicht durch das Rohr durch, es hat funktioniert, oh Gott. Und jetzt? Oh, Alter. Puh. Ach nö, bitte jetzt nicht noch was, das reicht. Hier drauf landen.
Da sind wir gelandet. Da sind wir dabei. Das ist prima. Bevor ich jetzt aber weiter zocke und wir gucken, was mit Ellie abgeht, gibt es jetzt erstmal eine kleine Sessionpause. Danach gucken wir weiter. Und ich hoffe, alles geht gut.